Es ist wieder Bleach Brave Souls Zeit und wir haben einen neuen, richtig guten Banner und aus dem Grund gehen wir heute in ein paar Summons rein. Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Summon-Video rund um Bleach Brave Souls. Und ja, es gab Anfang letzter Woche gab es hier schon einen richtig guten Banner, wo ich mir hier den Stärke Kenpachi geholt habe und auch den Genryusai oder auch Yamamoto. War ich richtig glücklich, zwei Multis gemacht und habe gesagt, okay, gerade den stärkeren Patch wollte ich gerne haben fürs PvP. Hab mir auch von euch wirklich viele gute Tipps holen können, wie ich meine Teams zusammenbauen kann. Aber jetzt gibt's wieder einen neuen Banner mit sehr, sehr vielen Manga-Charakteren. Und zwar aus dem Thousand Year Blood War Arc, den letzten Arc, der nie zum Anime gemacht wurde. Und ich freue mich so richtig, denn hier sind ein paar richtig gute Charaktere. Wir haben einmal diesen Ichigo. Also gehen wir mal vorwärts. Also, den True Zangetsu Ichigo aus dem Manga-Arc. Dann haben wir hier natürlich Yavach oder Yivach. Wie spricht man ihn eigentlich aus? Also, ich würde das H einfach nicht aussprechen und Yivach, weil es ein Y oder Yivach. Ach, was auch immer. Ja, den richtig guten und starken, den hätte ich gerne natürlich. Dann haben wir noch die Yoruichi aus dem Arc, die auch richtig gut sein soll. Und auch noch den Kisuke oder Hada. Und alle vier Charaktere finde ich Bombe und deswegen wollen wir in diesem Banner auch sammeln. Ich habe wieder 2328 Orbs und ich sage immer wieder dazu, ich habe in diesem Spiel noch keine Orbs gekauft. Warum? Das zeige ich euch auch, denn ich finde einfach nur, das Spiel weiß nicht, was es will. Wenn wir jetzt hier zu Orbs gehen, also wenn man sich Orbs kaufen möchte, 25 Orbs bringen euch gar nichts, 4,49. Ein Multi sind ja 250 Orbs, das heißt, man muss 43,99 Euro für knappen Multi ausgeben und das ist mir eindeutig zu viel Geld. Das heißt, ich erfarme immer noch, dadurch, dass ich viel Story, viele Quests und viele Charaktere noch auf Level 100 oder Level 100, Level 150, Level 70, je nach Charakter bringen konnte, konnte ich mir nochmal schnell 2300 Orbs zusammenfarmen, nur für diesen Banner und wir schauen mal, wie viele Summons wir machen. Warum? Ich will die Charaktere haben, ja. Wenn ich aber zwei Charaktere schon ziehe, die ich gerne haben möchte, vielleicht gehe ich nicht ganz so tief rein. Mein Plan ist, maximal 2000 Orbs auszugeben. Das sind 8 Multis und ich hoffe, ein bisschen Glück zu haben. Also drückt mir die Daumen. Ich drücke euch allen die Daumen. Habe auf Twitter schon von ein paar Leuten gesehen, dass sie ein bisschen Glück hatten. Und wir gehen direkt in den ersten Multi rein. Und es gibt auch noch Droplets. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, bei den Droplets habe ich bis jetzt noch nicht so viel Pech gehabt. Das heißt, noch nicht so viele farmen müssen. So, wir fangen erst einmal mit keinem Ultra Rare. Das heißt schon mal keine Bannerkarte. Da können wir relativ schnell durch, leider, denn ich habe auch schon verstanden, wenn die Animation am Anfang nicht direkt eine Ultra Rare ist, dann kann keine drin sein. In meinem letzten Video habt ihr vielleicht gesehen, dass ich Glück hatte und zum Beispiel in einem Multi gleich zwei Ultra Rares hatte. Das heißt, ich kann mich über die Raten zum Teil nicht beschweren, aber wenn es so Einheiten sind, die ich unbedingt haben möchte, wie auch mit der Retsu das der Fall war, dann gehe ich schon mal mit 3000 Orbs rein, weil da habe ich auch sehr, sehr viel gefarmt und all meine Orbs ausgegeben. So, wir haben aber drei Extra Rares, mit denen ich nichts anfangen kann. Fight to the end, based off my sense of... Das sind vier Extra Rares. Habe ich auch schon. Also ich glaube, ich müsste die meisten Extra Rares aus diesen normalen Bannern müsste ich alle haben, genauso wie die Rares. Die habe ich alle schon hochgelevelt. Das heißt, die bringen mir alle nichts. Da gehen wir jetzt einmal schnell durch. Udio. Dann haben wir Sun Tzu. Dann haben wir Toshiro, der zu Jump Force kommt, worauf ich mich sehr freue. Und jetzt kann ich mal schauen. Ah, ne, alle Charaktere schon da. Zumindest gibt es auch dann ein bisschen XP-Kristalle für doppelte Charaktere. Das heißt, ich kann mit denen gerade tatsächlich nicht wirklich viel anfangen. Zweiter Multi. Gib mir ein Ultra Rare. Nein, Extra Rare. Ah, Mann, wenn das schon so anfängt. So, it's not my style. Der Spruch kommt mir bekannt vor. Hozukimaru, dich müsste ich auch schon haben. Rangiku Standard habe ich. Toshiro Extra Rare, na, ich glaube, den habe ich auch schon. White Ichigo viel zu oft gesehen. Rangiku, die habe ich auch. Die habe ich sogar als Ultra Rare. Soifon habe ich. Izuru habe ich. Chado habe ich auch. Und Kensei habe ich auf jeden Fall auch. Und dich, ganze Bein, dich habe ich schon ein paar Mal heute gesehen. Den Kensei nehme ich trotzdem, denn ich habe den als Ultra Rare gezogen und den noch nicht maximal gelevelt. Okay, zwei Multis sind wir drin. Ab zum dritten. Ich drücke mir selber die Daumen. Also wenn ich in den ersten vier gar nichts ziehe, ist das schon mal ein bisschen doof. Und jawohl, Ultra Rare. Mal sehen, welcher. This is fair, I know the 12 suppressed over and over again. Das müsste Ichigo sein, den Spruch nach, oder? Ja? Jawohl, das ist der Ichigo. Sehr cool, den nehme ich auf jeden Fall. Denn ich habe den Quincy Ichigo. Der ist schon richtig gut, aber dieser Ichigo, den wollte ich auch haben. Ich finde es einfach ein bisschen cooler. Ne? Das Final Form Ichigo nehmen wir auf jeden Fall. Es könnte noch ein Ultra Rare drin sein, aber das ist ein bisschen zu viel des Guten. Close One, Pretty Dangerous, das ist ein Extra Rare.
Also die Extra-Rares sind jetzt hier auch nicht so schlecht, aber es sind 4 Sterne. Die könnt ihr, glaube ich, ja, teilweise könnt ihr sie noch nicht mal zu 5 Sterne machen. Das heißt, eigentlich sind die Ultra-Rares, die ihr haben wollt, die man auf 200 bringen kann, die sind schon echt nicht schlecht. Und ich verstehe immer ein bisschen mehr, welche Einheiten wofür gut sind. Meine PvP-Einheiten habe ich jetzt verstanden. Jetzt guck ich mir auch meine PvE-Einheiten. Jin, habe ich dich schon? Ich bin gerade gar nicht sicher, ob ich Jin habe. Ich habe nämlich nicht so viele Jins gezogen bis jetzt. Ich meine, den habe ich noch nicht. Itzuru Rare, und ich lasse den jetzt ganz normal laufen, weil ich hoffe, dass noch ein Extra Rare kommt. Vielleicht. Ich meine ein Ultra Rare. Vielleicht. Wobei, das war nur ein Rare. Und schon der letzte gewesen. Also, der Ichigo auf jeden Fall neu nehmen wir, und den Jin hatte ich auch schon. Schade. So, das waren jetzt 3 Multis. Also in den ersten 3 schon mal eine Einheit. Ich glaube, ich ziehe es durch, weil ich will die sowieso haben. Und also ich kann mich darüber nicht mal wirklich freuen. Da gehen wir jetzt schnell durch. Marechio, ich habe ich schon, da ich die meisten Einheiten einfach schon habe. Also diese neuen Banner scheinen keine neuen Extra-Rare-Einheiten unbedingt zu bringen. Wobei, dich habe ich, glaube ich, nicht, Gendryusai. Oder ich habe einfach viel Glück zwischendurch mit den ganzen Extra-Rares gehabt. Die Rares habe ich auf jeden Fall alle schon. Nelliel Extra-Rare müsste ich haben. Ich glaube, die habe ich gezogen, als ich die Ultra-Rare auch gezogen habe. Schauen wir mal. Nein, Gendryusai hatte ich auch schon. Und Nelliel hatte ich auch schon. Also alles schon Einheiten, die ich hatte. 4 Multis. Puh. Einmal tief durchatmen. Wir wollen hier wach. Oder wie auch immer ausgesprochen wird, weil das auch wieder eine Bomben-PvP-Einheit ist. Da sage ich nicht nein. Den würde ich auf jeden Fall nochmal nehmen, aber nicht mit diesem Multi. Bah. Okay, das ist Shadow. Habe ich auf jeden Fall. White Ichigo habe ich. Sajin habe ich. Yushiro habe ich. Ja, und jetzt den auf jeden Fall nochmal. Und weil es so schön war, kriegen wir einen dreifachen Yushiro. Renji müsste ich haben. Extra Rare. Rukia. Kenpachi. Gut, mit Kenpachi hatte ich mehr als genug Glück. Jetzt gucken wir mal. Ich bin mir bei der Rukia gar nicht. Bei dem Renji nicht sicher gewesen. Nein, den hatte ich auch schon. Und da soll sich mal einer über die Rate bei Dokkan Battle teilweise beschweren. Tue ich aber, ich habe Gogeta bis zum Ende nicht gezogen. Und nochmal Extra Rare. Ah, ich glaube, aus 2000 Orbs kriege ich gerade mal einen. Also der eine ist schon mal gut. Aber wenn ich von den anderen 3 jetzt mir noch was wünschen dürfte, dann wäre es auf jeden Fall hier wach. Und wenn nicht... Ich glaube, diesen Ichigo habe ich noch nicht. Diesen Rare Ichigo. Boah, das würde mich doch sehr wundern. Das wird mich schon sehr wundern. Aber die Pose kam mir gerade nicht bekannt vor. Grinjo habe ich auf jeden Fall schon. Jado, Mashiro. Ich weiß gar nicht, vielleicht steht hier auch neu schon bei der... nein, den Ichigo hatte ich doch schon. Also ja, im Kleinen kommt er mir eher bekannt vor. Aber okay. Drei haben wir noch? Drei haben wir noch. Wobei, eigentlich haben wir nur noch 2. Aber ich könnte noch 3 machen. Ach, egal. Ich werde sowieso in den Banner sammeln. Dann kann ich das alles aufnehmen. Und... Es tut so weh, wenn dieses goldene Licht kommt und man ganz genau weiß, nein. Klar könnte man jetzt auch Single Summons machen, aber die Droplets nehme ich auf jeden Fall. Lisa, dich habe ich schon im Sailor Moon Outfit. Love, dich müsste ich auch schon haben. Grimjo, dich brauche ich nicht. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, diese Extra Rares, dadurch, dass ich schon alle habe. Yumichika, ich bin mir nicht sicher, ob ich dich in dieser Form schon habe. Aber dadurch, dass ich sie schon alle habe, weiß ich, kann man nicht wirklich was mit denen anfangen. Ich nutze sie schon als wegen ihren Soul Trades, als Soul Link teilweise. Retsu, dich habe ich auf jeden Fall schon. Momo auch. Jetzt gucken wir mal. Nein, den Yumichika hatte ich auch schon. Das wären dann 9 Multis, die ich am Ende mache. Und aus den 9 Multis habe ich eine Einheit bekommen, die ich noch nicht hatte. Und ich spiele das Spiel erst 2 Monate und wir haben wieder ein Extra Rare. Shuhei. Bei dem bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich den schon habe. Also ich habe einen Schuh her auf jeden Fall, aber ob es die Version ist, ey Ichigo, schön dich zu sehen. Ashigoti Jitsu, dich habe ich schon. Jushiro, Doshiro, eine Menge Ros. Sajin, dich habe ich nicht. Ich glaube, dich habe ich nicht. Doshiro, dich hatte ich auf jeden Fall schon, den haben wir schon mal gezogen. Jetzt gucken wir mal. Ah, habe ich. Nein, Sajin, ich hatte doch schon alle. Und das ist jetzt der letzte. Gib mir Glück. So viele Orbs kann ich jetzt auch nicht mehr farmen. Auf die Schnelle. Ich weiß gar nicht, wie lange der Banner da ist, aber ein zweites Video werde ich definitiv nicht schaffen, da ich ja in Urlaub gehe. Und das ist... Oh, komm. Einen letzten Ultra zum Ende hin. Jawohl! Jawach! Ich hoffe, er wird so ausgesprochen. Das passt. Das ist genau die Einheit, die ich haben wollte. Und ich habe die 2 Einheiten, die ich haben wollte, auf jeden Fall gezogen. Damit bin ich super zufrieden. Heißt, alles andere ist nice to have für mich.
Die Yoruichi hätte ich zwar auch ganz gerne, aber einfach nur, weil es eine coole Yoruichi-Einheit ist, aber muss ich nicht unbedingt. Ich werde jetzt nur gucken, ob ich ein paar Orbs noch farmen kann und noch ein, zwei Summons im Urlaub mache. Aber 9 Multis, 2 Einheiten, die ich unbedingt haben wollte, da bin ich zufrieden. So, wir ziehen das durch. Doppelten Ultra Rare wäre natürlich auch eine coole Sache, aber das wird jetzt nicht passieren. Nein, wir kriegen jetzt nur noch Rares, dass ich gerade komme. Ich hab dir Glück gegeben, jetzt kriegst du noch Mist. So, von. Ich habe wirklich keine schlechten Einheiten mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. So, they don't. Why do you do that? You seem game. Hm? Was auch immer das bedeutet. Ah, okay, die Kaku. Dich haben wir auch schon gesehen, Glatzkopf. Und I meine. Ne, das war noch nicht der letzte. Den hatten wir auch schon, das ist Yushiro gewesen. Und das war's. So, Jewach! Klingt eher hebräisch als deutsch, wie die meisten Quinchies. Aber. Das war's! Und ich bin sehr glücklich. So, sind die eigentlich direkt 6 Sterne? Und sind 5 Sterne, bis ich sie entwickelt habe, glaube ich. Da haben wir 5 und 5. Das ist doch mal richtig cool. Auf die beiden freue ich mich. Strong Attack Recharge Time minus 4. Also ein Strong Attack Charakter wahrscheinlich eher. Und ihr wacht, weil ja PvP geht ja richtig ab. Ich kenne den Charakter tatsächlich nicht. Damage Taken minus 6. Also auch wieder ein auf Verteidigung ausgerichteter Charakter. So, 99 Giftbox, das ist eigentlich immer auch ganz cool, weil ihr seht jetzt hier, ich habe die ganzen Heart Droplets und auch noch Large XP Crystals, dafür, dass ich halt doppelte Einheiten ziehe. Finde ich ganz cool, die kann man gut nutzen, um andere Einheiten schnell hochzubringen. Aber das soll es gewesen sein. Also, ich muss sagen, ich bin zufrieden mit meiner Ausbeute. Waren zwar ziemlich viele Multis, ich habe jetzt nur noch 78 Orbs, aber ich gehe wieder los und werde definitiv wieder ein paar farmen. Vielleicht noch ein, zweimal summen. Weil vielleicht auch nicht, weil ich eigentlich jetzt aktuell Items sammle, weil ich unbedingt Chappies und sowas brauche. Die kosten zum Glück nicht so viele für die Multis, aber da hatte ich bis jetzt nicht wirklich viel Glück, was das angeht. Aber ich bin sehr gespannt, wie euer Glück war. Schreibt es gerne unten rein und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Bleach Brave Souls Playlist anschauen. Und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.